Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und ihr seht hier wieder Resident Evil 4. Gut, das letzte Mal stehen geblieben nach dem El Gigante Nummer 2. Und wir haben hier festgestellt, wir brauchen für diese Tür ein Auge. Allerdings wollte ich jetzt gerade nochmal hier zurückgucken und schauen, ob ich nicht den anderen Weg auch noch gehen kann. Ja? Das hätte mich nämlich noch interessiert. Ich habe das noch nie ausprobiert. In allen 10 Spielversuchen, oder ich keine Ahnung, wie oft ich es durchgespielt habe, mindestens 10 Mal, ja. Habe ich es noch nie versucht. Oh, eine Kiste. Habe ich noch nie versucht, hier zurückzugehen? Oh, Dankeschön. Wo knall ich denn das jetzt? Ja, dann benutze ich es halt einfach. Komm. Habe ich noch nie versucht, hier zurückzugehen? Und ja, die Kettensägenschwestern bzw. den El Gigante, kommt darauf an, was ich zuerst gemacht habe, im Nachhinein nochmal zu machen. Also hier einfach mal ausprobieren gerade. Machen wir mal das linke Tor. Ja, komm, links. Ich meine, storytechnisch bringt uns das natürlich überhaupt nichts. Wäre man natürlich nett im Video zu haben, also im Let's Play, beide Wege. Oh, ich kann. Oh, ich kann. Oh. Das geht. Wow. Hallo. Nein, versteckt ihn mal bitte. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Kannst du mal hier runter? Nee. Dann nicht. Was hast du so vor? Oh. Hallo? Nein, abgelehnt. Eine für dich und du bekommst natürlich auch noch eine ab. Gar kein Problem. Oh, Gott, verdammt hier. Nein, jetzt hör auf mit deinem Scheiß hier zu schmeißen. Ich werf doch auch keine Steine nach dir. Mann, Mann. Ey, der Typ da oben geht mir mächtig auf die Eier, ne? Na komm her. Komm her, Lieselotte. Ich hab dich. Oh. Oh. Ich habe eh zu viel Munition für die Pistole. Komm. Haben wir's jetzt? Knappe Geschichte. Ich würde eigentlich noch ganz gern zur Hauptattraktion hier kommen. Ja, nee. Muss ich jetzt nicht haben, ne? Ja, schöne Waffe, sag ich ja. Wow! Huh! Digga! Pass auf! Oder mit deiner Mistgabel hier rumschwingst. Das hätte ins Auge gehen können. Oh, nee. Oh, nee. Hau ab! Und einen Arsch... Kein Arschtritt. Ich hab's nicht so gemeint. Tschüss! Mist, mistiges Mistvieh. Okay, habe ich das mal erledigt hier? Ach, das sind gar keine. So, wie war denn der Trick hier? Ich erinnere mich nicht mehr gar. Ich glaube, ich muss hier irgendwie. Ja, einfach hier runter, ne? Glaube ich. Mehr war da nicht dabei. Ich probiere das mal. Ich versuche, ob ich. Ist natürlich wieder eine Lamer-Taktik, ja. Macht das Spiel schon wieder einfacher. Aber. Ich finde das. Ich finde sowas interessant zu sehen. Also ich denke, das ist ganz interessant, ganz nett hier im Let's Play zu haben. Da wisst ihr dann auch, wie ihr die Tricks nachmacht, oder? Komm. Ich würde ja eigentlich ganz gern, bevor ich die zwei netten Damen begrüße. Nein. Wow. Verdammt. Komm. Bisschen näher und zack, da ist er weg. Ah, das muss jetzt sein, ne? Gut. Dann halt so. Ey, oft, du bist dein Kopf ist weg. Jetzt hör doch auf zu laufen. Mann, Mann, Mann. So. Alles nachladen hier. Gut, ich glaube, die spawnen erst, wenn ich hier runterspringe, ne?
Ja, hier kann ich nämlich auch noch runter. Da will ich dann nachher auch runter. So, habe ich mal alles eingesammelt. Hier, ja, jetzt geht's zur Hauptattraktion. Warum mache ich das eigentlich? Ich muss es doch gar nicht. Oh, da ist noch ein Kraut. Das will ich noch haben. Das will ich noch haben. Ist das grün? Ja, ist es. Komm, verwenden. Ich habe eh keinen Platz. Oh, da unten gibt es Gewehrmunition, die nehme ich mir später mit. Ach, noch ein Kraut. Toll. Ach, ich hatte Platz. Na gut. Gut zu wissen. So, dann wollte ich noch... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher... Wollte ich die Leiter hier umtreten? Ich mach's einfach mal. Schadet ja nicht. Dann haben sie nur einen Weg. Ich drehe die andere auch mal um. Sicher ist sicher, ne? Hops. Kackleitern hier. Und dann geht's hier runter. Ich will sie nicht um... Muss ich? Ich will eigentlich... Ja, komm. Dann muss ich sie gleich wieder aufstellen. Oh, Mann. Hi. Komm mal runter. Ja, Hallöchen. Schwesterlein. Schwesterlein Nummer 2. Kletter rauf. Jesus, fuck. Hi. Verpiss dich. Ich habe keine Zeit für dich, Kollege. Bitte. So, und jetzt hier? War das so? Ich glaube, ich musste jetzt... Ach Gott, wie war denn da? Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Hi. Au, verdammt. So, da sind sie schon. Kommt mal runter hier. Ich glaube, die kommen jetzt hier nicht raus, oder? Komm, eine Brandgranate für euch, Ladies. Shit, die kommen raus. Der Trick. Ging in die Hose. Schwesterchen. Gut, du bist tot. Könntest du bitte einfach verrecken? Dankeschön. Sehr freundlich. Gut, kein Trick für euch, tut mir leid. Habe ich ein bisschen verkackt, aber... Ging doch auch so. Ging doch auch so, wer braucht denn heutzutage schon Tricks? Okay, die Musik... Ja, gut. Ach, da hinten steht noch einer. Ich gehe hier mal runter, da liegt nämlich was, das hätte ich ganz gerne. Ist das jetzt gerade direkt? Ja, das ist direkt unter mir despawned. Ganz großes Kino, danke dafür. Hörst du jetzt mal auf, hier noch mit Dingen nach mir zu schmeißen, bitte? Danke. Oh nee, komm. Bleib doch mal ruhig, ich will dich doch nur töten. Dankeschön. So. Gibt's hier noch was Interessantes? Ja, eine Tür gibt's hier. Ja, komm, Schlüssel. Warte. Ashley, komm mal an hier. Komm mal ran. Hier oben kann ich dich auch verstecken, jo. Gut, kann ich hier irgendwo? Nee, kann ich nicht. Gut, dann geht's wohl doch hier runter. Erstmal die Leiter umtreten, damit ich hier runtersteige. Ich meine, man könnte einfach die Leiter runtersteigen, ne? Aber das ist unserem Lieben. Ich stell doch nur die Leiter auf. Mann. Es ist unserem lieben Leon leider viel zu Mainstream, einfach Leitern runterzuklettern, also stoßen wir sie um und springen runter.
Because fuck you, that's why. Gab's hier nicht doch irgendwo? So ein... Ja, genau hier. Komm, geh mal rein da. Oh, das hört sich nahe an. Nee, geht doch. Gar nicht so nah. Hallo. Kick. Ui. Ui, ui, ui. Hey, wieso bist du nicht tot? Oh, da kicke ich einfach alle. Da kicke ich einfach alle. Bring it. Boom. Ich würde trotzdem ganz gerne hier nochmal weg. Ciao. So, jetzt habe ich hier eine Joke. Au. Oh, Jesus. Ich nehme das mal, ne? So. Jetzt wird das auch geregelt. Ihr kommt mir ein Stück zu nahe hier, ne? Ein Stück. Jetzt lass mich doch, du blöde Tusse hier. Oh Mann. Komm. Willst du auch noch mutieren? Will irgendjemand mutieren? Gut, ich habe keine Zeit mehr darauf zu warten, also hier. Stirbst du jetzt mal? Wie viel hältst denn du aus? Du hältst du mehr aus als die Kettensägenschwestern, meine Güte hier. So. Ja, Kraut, dankeschön, 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 nehme ich alles mit. Oh, da liegt auch noch was. Gehört auch mir. Gut. Komm mal raus hier. Wie brav sie auf meinen Pfeifen. Ach, du hast es jetzt nicht für nötig gehalten, deinen Freunden zu helfen, ne? Ach komm. Dreckigen Mistviecher hier. Knie vor mir. So. Nochmal zwei Fässchen für mich hier. Ja, mit jeder Menge Muni. Kann man immer brauchen. Noch eins. Gut, und das war jetzt im Prinzip der vollkommen unnötige Weg, weil ich eh schon den anderen Weg gegangen bin. Wir sind wieder hier. Juhu. Waren jetzt, keine Ahnung. Ja, 13 Minuten dieses Parts. Wenn es euch interessiert hat, was auf der anderen Seite war, dann war es gut. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Dann war es eine Zeitverschwendung. Tja. Bin eben auch nicht vollkommen, aber zumindest habe ich beide Wege gezeigt. Ich glaube, das war eine nette Idee. Denk schon. Außerdem habe ich einen Rubin bekommen, den ich für 10.000 verkaufen kann. Ich glaube 10.000. Ah ja, die Gondeln jetzt. Ah, schöner Part, schöner Part. Gefällt mir sehr gut. So, haben wir hier noch Kisten irgendwo für mich? Ja, da natürlich, auf ganz am anderen Ende, dass ich hier nochmal... Ja, ja. Oh, Gewehrmunition. Ja gut, für zwei Gewehrmunition mache ich das gern. So, einmal einsteigen. So, und jetzt ganz gechillt, in aller Ruhe. Tschüss. Schaut, das sind die auch hier auf der anderen Seite der Gondel. Auf der anderen Seite. Wie sie mich anfeuert, wenn ich treffe. Braves Mädchen. Es geht schon tief runter hier, ne? Also, also schon unangenehm. Oh, das war jetzt so nicht geplant. Ups. Wow! Ich wollte das Ding aus der Luft schießen, aber hab's nicht getroffen, aber zum Glück. Ich treffe auch gar nichts mehr, ne? Jetzt, aua! Ihr Penners! Ha!
Muss ich zwar nicht abschießen, aber irgendwie ist es lustig. Und irgendwie bin ich fast tot. Naja. Ich bin sicher, hier gibt's gleich ein rotes Kraut oder ein gelbes Kraut oder beides und ja. Hoffe ich mal. Ansonsten habe ich die Arschkarte. So, einmal hier rein. Einfach auftreten. Will ich noch nicht prüfen. Ich will hier gerade noch mal gucken. Ich sehe mich nur um. Ich will nichts kaufen. Ich sehe mich nur um. Ach, eine Blendgranate. Ja, okay, nehme ich mit. Dies scheinen die Bedienfelder für den Fahrstuhl zu sein. Da spiele ich lieber nicht dran um, denn ich muss damit zurückfahren. Oh. Oh, da denkt ja einer mit. Man sieht den Händler sogar von hier, ne? Das blaue Licht da hinten. Hier. Da oben. Überhaupt nicht auffällig. Warum der nicht angegriffen wird, weiß ich bis heute nicht. Aber, naja. Man könnte jetzt entweder natürlich hier lang gehen, aber wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, da gibt es einen Schatz. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oh, ne. Oh, shit. Game over. RIP, Ashley. Ups. War jetzt nicht so beabsichtigt. Okay. Habe ich das Zeug jetzt schon eingesammelt, oder? Na komm, nochmal eben rein hier. So, habe ich jetzt schon? Nee, die sind noch zu. Ja komm, wieder eine Blattgranate und wieder bist du also genau dasselbe. Okay, alles klar. Gut, diesmal lassen wir Ashley ein bisschen weiter zurück. Du bleibst nur hier. Tja, hast du davon. Mein Freund. Follow me. So, komm mal hierher. Na komm, gib Gas. Wait. Und jetzt bleibst du hier stehen. Hallo. Was machst du eigentlich alleine hier? Och nee. Mit langsam wird's nervig, ne? Ich verschieß die Munition halt, weil ich eh so viel habe. Ich meine, also. Pff, mir geht der Inventarplatz aus, also muss jetzt ein bisschen Munition weg. Brauch mehr Heilung. Das Blut ist noch frisch. Hat hier ein Ritual stattgefunden? Möglich. Aber ich bin eigentlich hierfür da. Oder hierfür hier oder dafür hier. Das grüne Katzenauge. Oder das gelbe. Mir doch wurscht, welche Farbe. Hauptsache ein Katzenauge. Das kann ich jetzt nämlich hier, zack, und wir haben grün, rot und gelb. Das heißt, die komplette Kombination. Dadurch ist er extra teuer. Jo. Kann man ihn gut verscherbeln bei unserem lieben Freund und Händler. Ashley, Beifuß. Gut, dann der andere Weg. So, hier haben wir nochmal unseren Freund. Oh, mit einer Menge Muni. Ja, TMP, ja, Gewehr. Och, nee. Ja, das meine ich, ne? Das meine ich halt. Was haben wir noch hier liegen? Ja, Gewehr hätte ich schon ganz gern. Ja, komm. Ein Gewehrschuss oder 8 TMP. Ich glaube, da ist 8 TMP weniger wert. Aber ich könnte... Kann ich das... Nee, ich habe... Das ist halt jetzt blöd geschlichen. Mit ein wenig Raffinesse könnte ich jetzt hier ganz geschickt... Nee, kann ich nicht. Kannst du vergessen? Kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Sieht jetzt halt nur scheiße aus. Ja gut. Ja, tschüss. Komm. Und Gewehrmuni? Ja, fuck my life. 6 Schuss, tschüss. Ich sag, ich hab zu viel Munition. Und jetzt erzählst du mir natürlich, du hast den größeren Koffer, ne? Nee, hast du nicht. Hast du nochmal Glück gehabt. Sonst hätte ich dir jetzt ordentlich eine aufs Maul gegeben. Hier der Rubin. Kannst du haben. Kannst du auch haben. Für 20.000 ist der nur wert, wirklich. Okay.
Ja, passt schon. Tunen, nee. Gut, dann speichern wir hier mal. Und weiter geht's im Text. Gut, durch das Tor. Jetzt kommt natürlich auch eine sehr, sehr schöne Stelle. Bisschen creepy. Nur so ein ganz kleines bisschen. So, ich glaube, hier lag immer was, oder? Nee? Okay, dann nicht. You better stay outside. Ashley, go hide. Ja. Der hat schon im Urin, dass da irgendwas kommt jetzt, ne? Ich bin halt auch mit einem Hit tot. Ah, sieht doch alles ja, ganz sicher aus. Oder? Wie auch immer dieser Riesenkerl einfach hinter mich kommt. Frag mich auch, warum erwürgst du mich nicht einfach? Oder warum brichst du mir nicht einfach das Genick? Wenn du das Ding hier so einfach verbiegen kannst, dann könntest du mir das Genick brechen. Und zwar einfach so. Also innerhalb von einer Millisekunde. Tja, und so hast du jetzt das Pech. Ja, das ist das Benzin. Brennt in der Hölle. Ja, schien ihm ein bisschen egal zu sein. Ich will aber eigentlich, bevor ich jetzt hier, ich will hier mal rauf. Hier gab es doch sicher irgendwo eine Heilung. Ganz bestimmt. Nee, Pistolenmuni will ich. Ah, ein rotes Kraut. Mit dem grünen Kraut. Lag hier noch ein gelbes rum? Ich nehme jetzt einfach mal. Ich bin jetzt einfach so. Au! Fehler. Oh, komm. Ich will mich doch nur voll heilen. Es war so mies, dass mich die jetzt noch am Ende getroffen haben da vorhin. Und ich keine richtige Heilung mit hab. Halt richtig scheiße, ne? Ja, komm. Kann ich... Und welches Quick-Time-Event ist es dies? Das hier? Okay. Ich gehe dann trotzdem nochmal hoch. Oh, da liegt eine Granate. Da ist ein gelbes. Dankeschön. Bin zufrieden. Alter, lass es bitte. Ist doch ekelhaft. Oh, meine Dinge sind nicht nachgeladen. Das ist ja mies. Ich spring hier mal an dir vorbei, ne? Ciao. Oh, das war knapp. Fast. Fast, Junge. Fast hättest du es geschafft. Komm. Ein bisschen zurück. Oi. Das war nicht so toll. Hey, tschüss. Oh oh. Ey, könntest du dir einen Mod? Hör jetzt auf hier, Mann. Das ist uncool. Sowas macht man nicht. Ich bin Gast hier in dem Dorf, okay? Tschüss. Ich lad mal schnarch. Toller Schuss, Leon. Toller, wow. Ey, could you not, please? Reißt mir langsam der Geduldsfaden für dich hier, mein Freund. Schau, geht doch. Könnte ich, Dankeschön, das hier will ich. Jetzt
Verpiss dich! Du ekelhaftes Mistvieh, du. Deine Mutter kann sich nicht entscheiden, ob du eine Spinne oder... ja, ein Tausendfüßler bist? Keine Ahnung. Was bist du? Ich geh dann mal. Ciao. Oh, hallo. Ich geh dann mal. So, komm her. Wo? Da oben. Na komm, mit der TMP ins... Ich geh die andere Richtung. Da bist du. Hau ab. Da. Tja, und jetzt? Ich geh wieder. Also der Hänster bist du nicht, ne? Ach, bist du schon tot? Ach, das tut mir leid für dich. Na dann schau. Da ist mein Äuglein, das ich so gerne haben will. Ich will erstmal hier nur das... Nee, du dämlicher Hund. Ich wollte doch das Geld zuerst. Ach scheiße, jetzt habe ich es wieder verkackt, ne? Nee, habe ich nicht. Ich darf noch. Ich darf hier noch. Ja komm, nehme alles mit hier. Leg doch eine Brandgranate. Ja, nehme ich auch. Nehme ich alles. Da oben war auch noch eine. Oh, ein Kraut. Oh, Gewehrmunition. Das Fass steht immer noch da. Habe ich nicht benutzt. Großartig. Ganz großes Kino. Ah, hier liegt auch Pistolenmuni. Noch eine Granate. Ah, jetzt geht mir schon wieder. Dann nehme ich lieber die echte statt der Brandgranate. Komm. Ja, tschüss. Dann würde ich noch alle Waffen gerne nachladen. Einmal hier. Sehr schön. Und einmal da. Und einmal, ja, die 8 Schuss lade ich hier jetzt nach. Witzigerweise habe ich vorhin 8 Schuss weggeworfen. Tja. Ein Schicksalswink. Komm, das stört so. Das geht so nicht, ne? Schrecklich. Das Inventarmanagement. Also es muss schon hier eine gewisse Ordnung haben. Besser. So. Gut. Ich glaube, das war's. Dann gehe ich mal wieder. Na, ciao. Oder? Ja, doch. Warte. Hier wollte ich. Au, verdammt. Hier wollte ich. Hops. Are you okay, Leon? Ja, passt schon. Ich bin komplett okay. Ich bin nur von der mutanten Spinnen, Tausendfüßler, whatever verfolgt worden und hab es töten müssen und Explosionen und Feuer, verbrannt habe ich mich, aber alles in Ordnung. Wie geht's dir? War's dir kalt draußen oder? Ja, kalt? Ja, okay, ja, verstehe ich. Ist ein frisches Lüftchen. Blöde Tusse hier. So. Einmal gespeichert und wir haben auch schon das Ende vom Part erreicht. Insofern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Kommentar und einen Like da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao.